Ja, siehst du auch die zwei Windanlagen. Da hast du die Windanlagen, die zwei kleinen. Das sieht cool aus, ja? Passt irgendwie voll ins Bild gut. Die Windanlagen nicht, aber die Windmühle finde ich. Ja, die Windmühle, ja. Da habe ich mir überlegt, eventuell eine zweite dann noch irgendwann, vielleicht dann nebenhin. Bei dem Platz davor brauche ich eh nicht so wirklich dabei. Da flattern jetzt Angebote rein, oder? Ja, der Johnny, gell? Ja, für mich der Mähdrescher und eben der Forstings. Billig alles. Bist du schon so groß, dass du so viel Kredit nehmen kannst? Nein, ich kann den nicht kaufen, aber es sind geile Preise. Ja, das stimmt. Mit 300.000 fast für so einen fettesten Mähdrescher. Ist halt schon irgendwie nett. Ja, that's right. Oh, 220.000 kostet das, Alter. All in. Was denn? Wenn ich einen Häcksler hätte und... Achso. Lass ich die nach Hause fahren. Also den Weg von den 100er Felder zum Grasfeld habe ich noch nicht so intus. Aber da kommt jetzt der Kreisverkehr. Da war es jetzt wieder. So, perfekt. Kann die Produktion jetzt auch weitergehen? Was produzierst du jetzt? Silage oder was? Na, die Mischration. Eine Mischration. Man eh nicht lange, weil dann fällt das nächste weg, aber. Fällt weg, gleich. Mineralfutter habe ich auch nicht mehr so viel.
10 Meter. Dann ist mal alles klar. Was denn? Warum haben wir die Spur beim ersten Mal so geschissen gelegt hat? Weil haben wir die Mähbreite vom vorderen Mähwerk beim Kursplay anzeigt. Es kommt immer darauf an, welches Gerät du ausgewählt hast, wenn du den Kurs erstellst. Ah. Ich hast du da das vordere ausgewählt gehabt und deswegen habe. Was ist das eigentlich mit der Feldgrenze? Positive Werte reduzieren die Feldgröße. Ah, negative Werte vergrößern den Arbeitsbereich. Das heißt, wenn ich bei den Bäumen hängen bleibe, gebe ich bei der Feldgrenze was plus dazu. Und dann keine Ahnung, so genau kenne ich da nicht aus. Die Feldgrenzen. Das habe ich eigentlich noch nie verwendet. Ja, da lasst ein bisschen einen Rand frei. Das ist geil, das ist gut zu wissen. Was hast du da genommen? Ich habe mal genommen Feldgrenze 0, also plus 0,4. Da lasst einen Streifen frei. Da muss ich nicht spielen, weil ich habe nämlich das Problem gehabt, dass ich da immer irgendwo bei Bäumen hängen bin, mit dem hinteren Mähwerk. Oh, glückliche Kühe sehen. So, bin ich jetzt wieder total falsch gefahren.
Da habe ich viele Ballen übersehen. Das habe ich im Dunkeln abfahren. Und zwar doch so. 6 Stück Ballen übersehen, Alter. Ja, da kann man sich spielen, da kann man noch ein bisschen mehr rausholen. Aber da, ich habe nämlich das erste Mal Urprobleme gehabt mit dem Hängenbleiben. Ja, beim Feldrand habe ich noch nichts probiert, muss ich sagen. Na, jetzt lass dann ein Stück über. Das heißt, da kann man sich spielen, wenn er immer nur ein bisschen hängen bleibt, wird wahrscheinlich 0,1 erreichen oder so. Jetzt ein Strohberg. Hast du wieder einen großen angesammelt? Ja. Ich habe gedacht, ich schneide gleich alles auf von dir und dann. Ja. Jetzt sehe ich schon nochmal durch. Und wie lagerst du die Silage? Die ist schon weg. Ah, okay. Die ist schon in der Produktion. Da gehen 100.000 Liter ran. Ah, okay. Gut, dann nehme ich da die rechte wieder weg. Weil dann jetzt kannst du schon rechte, ich habe alles aufgeschnitten. Gut switchen auch, weißt du. Ich werde auch jetzt mal das einmal verkaufen müssen. Ziehen können. Da wird jetzt schnell durchgehen. Ich muss ja auch ehrlich gestehen, dass ich ein bisschen lost bin. Warum? Ich bin drauf gekommen, dass ich eine Fahrzeughalle habe, die ich bis jetzt nicht benutzt habe. War ich gleich daneben beim Eingang, oder? Ja. Ich hätte fast der Mühle davor gesetzt. Beim Eingang. Aber Tiere hast du doch immer keine, gell? Nein. Ich habe jetzt alles mal in die Bäckerei gesteckt. Okay, lasst nicht nur am Feldrand was frei, sondern bei jeder Spur. Warte, habe ich nicht genug. Ich wollte gar kein Silage. Aber ja, entschuldige mal. Wie viel kriegst du aus deinem Feld raus? Was für ein Feld? Für Silage. Oh, warte, haben wir noch nie Silage gemacht. Ganz. Achso, ich dachte, dass das Grasfeld schon mal Silage gemacht. Nein, nur 5 Ballen, deswegen habe ich jetzt zu wenig gehabt. Ah, okay. Ja, meine lieben Leute, das kann passieren. Wenn man nicht kontrolliert. Was denn? Ich habe
Dings fahren lassen nach Hause. Dwarf, also mein Helfer. Und der ist beim Händler umgedreht, weil er die Route durchgeht und ist stecken geblieben. Oh. Und der Taxometer ist gerannt. Na, nicht nur das, aber es ist Nacht. Jetzt weiß ich, warum er nicht gefahren ist. Und ich komme jetzt, weil es auch zu ist. Achso, das steht im Händler drinnen. Ja. Oh, scheiße. So, dann haben wir jetzt zurück. Was Main anschalten. Und dann bin ich eh schon weg. Stimmt, viel zahlt sich dann immer aus da. Halb habe ich gesagt, also in 3 Minuten bin ich online. Achso, um halb schon? Naja, bis einladen ist die und dann 5 Minuten vorher auch noch, dass man dann in der Party ist. Also. Mhm. Dass wir nicht dann kurz nach 8 erst fertig werden mit dem Spiel. Wenn wir schon vorher verlegen. Ja. Und dann werde ich jetzt gar nicht mehr mit anfangen. Wer es bei einem Scheiß macht dann. Und nur, du sagst der Taktometer. Ja. Auch wenn wir in ein Land gezogen sind, wo die Arbeitskräfte vielleicht ein bisschen billiger sind als bei uns. Wow. Jetzt weiß ich, über was ich drüber gefunden bin. Na? Das Gewicht. Die ja auch schon wieder fertig sind. So, Feldposition. Scheiße. Okay, beim Mähwerk dürfte es anscheinend wirklich am Mähwerk liegen. Mir hat jetzt auch 3,5 berechnet. Was denn? Na, breiter. Achso. Dann ist dann, ja, ist dann wirklich ein Unterschied. Dann liegt es am Mähwerk, ja. So, dann speichern wir jetzt den Kurs. Hier. 50. Berechnet. Was ich hier dumm finde, ich weiß nicht, ob das Einstellungssache ist oder nicht. Bei der anderen Map haben wir gehabt, wenn der Mähdrescher voll war und erst stehen blieb fürs Entladen, ist auch stehen blieb, bis er entladen war. Das ist Einstellungssache. Ah, okay. Ist dann, Fahrzeugeinstellung. Ah, okay. Beim Curseplay setzen. Ja. Nehme ich an. Ah, okay. Genau, jetzt löschen wir uns den Kurs raus. Direkt. Gehen wir da drauf.
Das heißt, du hast noch gesagt, beim Curseplay gibt es jetzt die Möglichkeit, dass man was umrundet. Das wäre krass. Ja, man kann also quasi den Kurs sowas, irgendwie beim Autodrive. Mhm. Dann kann. So. Ich muss jetzt. Also ich gehe jetzt Schiff und dann bin ich eh weg. Okay, dann sage ich bis später.